Plüschgranate. Shadowrun Live. Letztes Mal bei Plüschgranate. Was ihr auf jeden Fall auffällt, ist, dass er keine Tasche dabei hat. Gut. Aber beim Belauschen habe ich seine Stimme als die vom Sender wiedererkannt, oder? Ja, ja. Kleiner. Du hast kein Auto hier stehen. Ja, wir wollten nur ein bisschen frische Luft schnappen. Okay. Wir behalten euch im Auge. Alles klar. Mann, da habe ich es wirklich mal geschafft, die Lage zu deeskalieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ja, Herr Derek, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Ich gehe zu seinem Schreibtisch. Liegt der Zettel da noch rum? Nö. Ja, dann zeige ich ihm das Foto, das ich von dem Zettel auf dem Schreibtisch gemacht habe. Du ja, siehst ein schwarzes Bild auf seinem... Wie jetzt? Das Verarschen? Ist... Nein, das ist vollkommen ernst. Hey Chummers, hi und herzlich willkommen bei einer neuen, alle zwei Wochen erscheinen großartigen Folge vom Plüschgranate Shadowrun Live. Oh. Und bescheiden sind wir auch. Ja, aber sowas von. Aber es ist eigentlich Shadowrun Live. Weil das viel cooler klingt als Shadowrun vor vier Wochen aufgenommen und eine Stunde zurechtgeschnitten und dann jeweils online gestellt, vor allen Dingen ist es auch viel zu lang. Aber das ist trotzdem. Ja, das geht nicht gut von der Zunge, nee. Das ist richtig. So, auch diese Woche. Die Unterbrecher wieder dabei. Unterbrecher 1, Ben. Hallo, liebe Freunde der seichten Unterhaltung. Unterbrecher 2, der Penny. Hallihallo, hallöle und willkommen bei Plüschgranate. Und? Ich bin Ihr Gastgeber, Harry Weinfurt. Und Unterbrecher 3, Mareike Amano Dominik. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was hast du gesagt? So, und da sich jetzt noch jeder vorgestellt hat, können wir auch ordentlich anfangen. wir springen direkt in die heiße Milchsuppe. Und zwar... Und zwar hat Ben bei Dominik die Nacht verbracht. Und jetzt werde ich erstmal... Jetzt werde ich erstmal auswürfeln, was da heute Abend super, so gelaufen ist. Super, jetzt konnotierst du das schon mit heißer Milchsuppe. Da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Oh! Leute, keine Minute! Keine Minute! Naja, Derek hat halt eine Menge Charisma, ne? Und bei der Frau hat's nicht geklappt, ne? Ja, da muss man sich halt in die Tür schnappen. Geht ja nicht anders. Leute, keine Minute! Nicht mal eine! Schon... haben wir Sex. Hey, das hast du jetzt gerade gesagt. Jetzt beschwörst du Samuel herauf. Das hast du gerade gesagt. Ah, also, wir fangen an mit Ben. Es ist Mittwoch, der 31. März 2060. Es regnet wie Sau. Das ist ja schade. Eigentlich wollte ich mich heute etwas sonnen. Ich gucke also etwas sentimental zum Fenster hinaus. Als du um wie viel Uhr aufwachst? Um wie viel Uhr wachen wir? Ja, du, ich weiß jetzt noch gar nicht hier. Ich muss erstmal mit Domme, haben wir gestern Abend noch irgendwas gemacht? Nicht im sexuellen Wege? Ja, wir haben Street Fighter gespielt. Platonisch, wir haben Street Fighter gespielt, bis... Bis wir eingeschlafen sind oder so, bis wir ganz müde waren. Keine Ahnung. Wann sind wir nochmal nach Hause gekommen? So drei, beide vier? Unter so einer Decke auf dem Sofa liegen, weißt, mit Controllern in der Hand und so langsam gegeneinander gelehnt einschlafen. Nee, wann sind wir nochmal zu Hause? 3, 4 Uhr oder so? Kann sein. Ja, also wenn wir dann noch irgendwie, keine Ahnung. Ich sag mal, wir sind pennen gegangen. Mann. Ja, wir sind pennen gegangen, weil wir viel am nächsten Tag vorhatten und wir vernünftige Leute sind, okay? Ich denk einfach mal, ich wach um 10 auf. Okay, um 10. Obwohl, ist das nicht um 10? Ist das nicht ein bisschen spät? Wann, sagen wir mal, ich wach um 8 auf. Weil, mir ist gerade eingefallen, wir müssen den Typ weiter beschatten. Ich kann ja nicht einfach rumpimmeln, wie ich will. Es ist 8 Uhr morgens. Der kurz, Sau... Darf ich da ganz kurz zwischenhaken? Verzeihung, bitte. Ja. Wer hat denn unser Equipment eingepackt? Das müsste bei euch sein, oder? Das hat ja. Domme eingepackt. Okay, gut. Der hat auf jeden Fall damals geschrien, dass er es eingepackt hat, weil... Ja, ich bin der offizielle Gepäckdenker. Also auch wenn ich nicht sage, ich hab's dabei. Dass das schon mal für alle zukünftigen Folgen... Genau, es ist einfach... Es liegt in Dommes Natur, dass er das Gepäck mitnimmt. Das kennt er so aus dem Kloster. Genau. Und somit wieder ein duftes Rätsel gelöst.
Du wachst um 8 Uhr morgens auf. Der Sauregen platscht dreckig ans Fenster draußen. Der Sauregen oder der Saure? Der Saure. Ah, okay. Draußen ist es relativ dunkel. Die Wolken, gemischt mit dem Smog, verdecken, machen einen guten Job, die Sonne zu verdecken. Als du nach links guckst, siehst du einen gewissen Lasko, der auf deine Schulter rüber gerutscht ist und dem ein leichter Sabbertropfen aus dem Mund rinnt. Da kommt mir dieser blöde Witz in den Sinn. Der Typ wacht morgens auf, weil der Kater sagt, oh mein Gott, ich muss unbedingt mit dem Trinken aufhören. Er guckt nach links, weil er sieht, neben wem er aufwacht. Vergiss das, mach weiter. Der hat jetzt irgendwie nicht so ganz richtig funktioniert. Naja, nee, egal. Nein, ich weiß nicht. Ich hab die Pointe total vergeigt. So, das wäre dann minus ein gutes Karma für schlechte Witze. Lasst uns darüber einfach den schweigenden Mantel der Nächstenliebe decken. Dominik stöhnt erotisch im Schlaf. Das war der schweigende Mantel der Nächstenliebe. Achso. Okay. Das war aber eher der stöhnende Mantel der Nächstenliebe. So. Habe ich das nicht gesagt? Du hast es anders betont. Naja, egal. Ich wache auf und habe einen Kopf auf meiner Schulter. Ich werde versuchen, den guten Lasko sanft und freundlich, wie ich bin, zu wecken. Ja, das könnte jetzt alles heißen. Ich stupse dich einfach so lange an, bis du irgendeinen Ton von dir gibst. Und sagst du so, hey. Es ist 8. Wir müssen diesen Typ, glaube ich, weiter beschützen. Ja? Gut. Ich will uns was zu frühstücken machen. Ja? Ja. Irgendwelche Wünsche? Ich. Alles ist in Ordnung. Ich bin wach. Was auch immer da ist, was du möchtest, ich. Soll ich uns ein paar Brote schmieren? Vielleicht brauchen wir die später noch. Ach, ich schmiere uns ein paar Brote. Ich gehe in die Küche und schmiere ein paar Brote. So. Butterbrote für später. Ich pack den. Schneidest auch die Kruste ab. Ich pack den. Das duftet aber köstlich. So. Nach Brot. Klar. Nach Brot, das belegt wird. Oh, dieser Geruch, der durch die Wohnung zieht. Wie bei Mutter. Ach nee. Ja, keine Ahnung. Ich beleg die halt mit dem, was ich so im Kühlschrank hab. Flüche. Ja, genau. Und ich steck oben so einen Zahnstocher mit einer Olive rein. Damit das Ganze nach was aussieht. Also ich mach mal so ein bisschen Frühstück hier, ne? Also, damit wir es zu frühstücken haben. Dann nehme ich den Teller mit Frühstück und bringe ihn ins Wohnzimmer und setze mich hin und denke, ich rufe mal, beziehungsweise hatten wir eigentlich irgendwas ausgemacht, wenn wir uns treffen wollen oder so? Nee, ne? Nope. Hatten wir echt? Ich weiß bloß nicht mehr wann. Ich glaube aber auch, dass wir irgendwas ausgemacht haben. Ich nehme mich auch. Ich meine, wir hatten gesagt, wir treffen uns dann und wann. Ich weiß bloß nicht mehr wann. Aber ich glaube, es war bei mir. Okay. Ich weiß noch nicht mehr, was wir alles machen wollten in der Zwischenzeit. Noch ein Boot streichen, wir wollten ein Haus bauen, wollten einen Baum pflanzen. Ich weiß, dass... Ich habe Code streichen verstanden. Ich hoffe, das ist nicht das, was du gesagt hast. Boot! Okay. Dieser Verhörer sagt mehr über dich aus, als über meine sprachlichen Fähigkeiten. Ich habe Brot streichen verstanden. Dann hätten wir es schon mal abhaken. Und das sagt wie... Ja, also. Ben ist normal und Pinny... Ja, Code. Just let's not talk about it. Aber hier hatten wir irgendwas ausgemacht, ich weiß es nämlich nicht mehr. Und ich weiß nur noch, dass es 2 Tage dauert, bis ich die Ergebnisse habe, was da hier vorgefallen ist wahrscheinlich. Also wegen Sicherheitsbändern und so. Ich habe jetzt leider auch nichts notiert. Genau, am 3.4. kriegst du sie. Genau, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir uns treffen wollten oder so. Ja, warum ist ist egal, Derek gekommen? Warum ist Noah nochmal gegangen? Der wollte irgendwas machen. Weil Noah einen Termin hat am Tag. Ah, der hat einen Termin. Ja, ich muss die Ultraschallbilder abholen. Ja, ist gut, war nicht witzig. Okay.
Minus 2 Heute funkt's nicht ganz so richtig. Nee, ja, keine Ahnung. Also, je nachdem, wie lange, sag mal mal, das geht jetzt auch nicht. Ich mache erstmal meine Morgenroutine. Also, ich gehe so ein bisschen ins Internet, esse dabei mein Frühstück, ne? Mhm. Check mal so die neuesten Nachrichten, ob da irgendwas für mich Relevantes dabei ist. Nö. Check mal meine E-Mails, ob da irgendwas Interessantes drin ist. Muss ich nachschlagen? Oh, du hast ja wohl eine Art E-Mail-Liste gemacht. Auf der du unsere E-Mails listest. Daher der Name. Nein. Ich auch keine. Nix. Nichts. Auch nichts irgendwie. Nee, okay. Ja, Herr J., dann würde ich sagen, ich schlag so ein bisschen die Zeit tot, bis der gute Noah sich meldet. Ich kann ja so ein bisschen so ein Smalltalk mit Lasko hier. Ja, und wie war die Nacht? Was gut geschlafen auf meiner Schulter. Derek, was hältst du davon, wenn wir einfach schon mal beim Python Freunde bleiben? Wenn wir einfach was? Ich hab's nicht. Einfach mal in den Peilsender reinhören und. Das ist eine gute Idee. Wir hören einfach mal in den Peilsender rein. Eigentlich sollten wir. Wäre es nicht cleverer, wenn wir Dommes und meine Runde so mehr oder weniger parallel laufen lassen? Ja, das wird jetzt darauf. Ja, das wird jetzt zwangsläufig. Ganzen, ihr dürft schon miteinander reden und so, ne? Nein, wir haben eine unsichtbare Mauer zwischen uns. Nee, ich meinte jetzt nicht nur reden, aber Domme kann ja auch gleichzeitig irgendwie. Ja, klar, läuft ja drauf hinaus. Ja, okay. Natürlich. Ja. ihr hört eigentlich nichts groß, ganz dumpfes Regen plätschern an Scheibe. Also er scheint wohl noch zu schlafen. Der scheint wohl noch zu schlafen. Studentenpack, ey. Wie viel haben wir? 8 Uhr morgens. Ja, da will ich auch noch schlafen. Tust du aber nicht. Ja, theoretisch. Wir müssen ja hier abholen. Also wir müssen ja den Guten abhören. Ja, ich schnappe mir dieses köstlich zubereitete Brot und möchte dann auch gerne mal gucken, ob ich E-Mails bekommen habe. Schon. Nee, der zweite Wohnungshansi hat sich noch mal nicht gemeldet. Es bleibt wohl so, wie es aussieht bei der einen Wohnung. Ja, gut, dann werde ich später da anrufen. Ja, bis heute sollte ich mich zurückgemeldet haben, ne? Ja. Kannst du auch mein Telefon benutzen? Oder sogar bis morgen. War es bis heute oder bis morgen? Ich glaube bis heute. Jedenfalls werde ich mich irgendwann heute melden, ne? Aber das mache ich gleich. Und dann schreibe ich Noah eine SMS, wann wir uns nochmal genau wo treffen. Hilfe! Ich bin bei Derek aufgewacht und weiß nicht, was passiert ist. schreib ihm halt, frag ihn wann, wo. Und dann setze ich mich wieder zu Derek und dann, was machen wir? Was machen wir jetzt? Solange da sich nichts tut, können wir eigentlich machen, was wir wollen. Ne? Ich meine, ja, wir können ja den Teil ja senden. Was? Ja, den sollt auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist klar. Ja, eben. Bildmaterial. Bildmaterial? Bildmaterial. Wie? Hä? Wieder was oder ja? Also okay, also wenn Bartosz jetzt sogar nicht weiß, was er meint. Ja, also wir müssen welches aufnehmen, aber solange der ist noch nicht. Das können wir jetzt nicht. Da müssen wir warten, bis der fertig ist hier. Also bis der sich mal wieder bewegt. Also ich. Ja. Wenn wir schon welches hätten, könnten wir das sichten. Aber solange wir keins haben. Ihr habt welches. Was? Ist ja nicht so, als ob ihr die ganze Zeit alles irgendwie aufgenommen hättet. Ach so, stimmt, die Brillen! Ja. Oh mein Gott, die Brillen. Brillen! Derek, wie konnten wir das vergessen? Oh, ich dachte, gut, das ist meine Brille, die ich normalerweise immer trage. Aber wir haben natürlich die Videobrillen und könnten die auswerten. Wollen wir die auswerten, guter Herr Lasko? Ja, das sollten wir tun. Gut, dass uns das eingefallen ist. Ja, es war, als würde ich plötzlich Noahs Stimme in meinem Kopf hören. Die sagt, du verfickter Idiot, ihr habt die Brillen.
Ja, dann lass doch mal die Brillen auswerten. Ja, also ihr guckt euch das Videomaterial an vom letzten Abend. Ja. Beim eigentlichen Durchgehen fällt euch soweit nichts weiteres auf. Sucht ihr nach irgendwas Bestimmtem, ist immer so die Frage. Nach Personen, die sich auffällig verhalten. Haben wir zufälligerweise den Kerl haben wir nicht gefilmt, so zufälligerweise. So, hätte ja sein können. Ich glaube nicht. Dass er irgendwie mit... Aber ihr habt seine Freundin fotografiert. Ja, okay. Ihr seid ja gefolgt. Ja, klar. Ja. Guck mit ihm seine Ische an. Also im Allgemeinen fällt euch nichts Besonderes im Videomaterial auf. Nee. Die Ische ist halt genauso auch, wie auch nicht die so, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Leute, die sich komisch verhalten, die jetzt nicht unbedingt euch fällt da nichts auf. Okay. Ah, so weit, so langweilig. Ja, soll man dann, also ist dir irgendwas aufgefallen, sonst würde ich den Kram einfach runterschmeißen und ja, so. Ja, ich würde sagen, hier, hau weg die Scheiße. Oh. Was war das? Wobei, nee, lass mal speichern irgendwo. Ja, also nee. Ist ja nicht unser Bier, ne? Ist ja nicht unser Bier. Also, nur weil wir es nicht interessant finden. Auftrag gewesen wäre. Genau, alles genau. Nee, ich meinte ja auch nicht, dass wir es löschen sollen, sondern einfach nur, dass wir wieder Platz auf den Brillen machen. Ja, so. Genau. Ja, Mann. Aber hörst du auch die ganze diese Stimmen, die... Das ist gerade irgendwie was Paranormales, aber... Das klang gerade so ein bisschen wie auch, oder? Derek? So. Ja, das ist gruselig. Ja, zuerst. Irgendwie sowas habe ich auch gehört. Zuerst ja, hier also, dieser Zettel, der hier erscheint, dann auf einmal Stimmen. Auf einmal Stimmen, die mit uns reden. Das ist ja, müssen wir... Also ich kenne mich ja nicht aus, aber müssen wir bei dem Ding irgendwie einen Akku neu aufladen oder so? Ich meine, noch hätten wir ja ein bisschen Zeit, ne? Müssen wir einen Akku aufladen? Ja, könnt ihr nebenbei machen, wenn ihr wollt. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt nicht, dass ich also jetzt sage, das eventuell ist vorhandene, Akkus laden wir. Okay. Und wir könnten, ich gehe mal duschen und danach können wir noch irgendwie so ein bisschen Street Fighter zocken, bis sich Noah meldet. Ja, und ich guck dann währenddessen hier dieses Kampfsportding, was ich so gern gucke, Spielmeister, ne? Mhm. Das, ne? Genau das. Genau das gucke ich jetzt nämlich, während Derek in der Dusche ist. Dann guckst du jetzt Urban Brawl. Ah. Genau das wird's gewesen sein. Das ist sonst lustig, hört einfach so nochmal in Folge 2 oder so. Ja, ich hab da ja ein rein professionelles Interesse dran. Naja, Urban Brawl weniger. Also. ich denke mal, das ist auch ein ganz guter Zeitpunkt, um vorzustellen, was überhaupt Urban Brawl ist für diejenigen Zuschauer, die es nicht kennen. Es hat also auf jeden Fall einen echt großen Namen. Du selbst durch die Sender und landest auf einem Sportsender, der gerade eine Urban Brawl Spiel überträgt. Je öfter du Urban Brawl sagst, desto Urban mehr... Blur. Ja, bedrängt mich das Bedürfnis zu fragen, ob es nicht eigentlich Urban Brawl heißt. Urban Brawl, sag ich doch. Urban du sagst Urban Brawl. Urban Brawl. Urban Brawl. Muffin Purpurgurk. A Purpurgurk from Purpurgurk. Landest auf jeden Fall auf einem Sender, der UB überträgt. Scheiße. Oh, besser. Du siehst halt quasi mehrere Kameraaufnahmen von, was nach einem quasi Squatter-Gebiet aussieht, also verfallene alte Stadtgebäude, wahrscheinlich irgendwo am Stadtrand, wo zwei Teams aus, ich glaube, 5 Leuten gegeneinander kämpfen, schießen, alles mögliche, also die Leute, da fliegen überall Kugeln umher, Explosionen, und die Leute sind halt gekleidet in Kampfanzüge, und so wie es aussieht, versuchen sie wohl einen Ball
in das feindliche Tor zu bringen, auch wenn das feindliche Tor von einer Minigun geschützt ist. Ich schalte weg und guck, ob irgendwie was mehr Kampfsportmäßiges kommt. Das ist ja albern, was da kommt. Das ist ja vollkommener Quatsch. Käse. Ja. Da war ja Quidditch eine bessere Idee. Oh, ich habe gerade meinen Kuli kaputt gemacht. Das hätte ich aber bei dem Spruch auch gemacht. Das klang gerade, als hättest du gewürfelt, was ich mir jetzt angucke. Nee. Ja, also ich gucke halt irgendwas Kampfsportmäßiges, ja, irgendwie so. Muay Thai, Boxing, UFC, was auch immer in 60 Jahren noch cool ist. Ne? Genau, du findest auf jeden Fall was. Und wenn Derek mit Duschen fertig ist, gehe ich auch duschen, weil sonst stink ich. Okay, von mir. Ja. Ah! Penny, wann warst du auf? 7. 7. Das heißt, abhängig, machst du irgendwas Besonderes vor deiner Morgenroutine oder? Wann hatte ich den Termin für das Ding? Ich glaube, du hast sogar keine Uhrzeiten. Ich guck grad mal. Das denke ich nämlich auch. Ich habe mir zumindest keine aufgeschrieben, deswegen frage ich dich nochmal. Ja, ich habe auch keine Uhrzeiten. Such dir was aus. 10? 10 ist okay. Okay. Dann würde ich bis 10 gerne grundsätzlich halt die Morgenroutine fertig machen und dann nochmal im Schattennetz schauen. Und zwar nach folgendem. Zunächst mal, ich werde ja wissen, welche drei... Ich mach mir die ganze Zeit Gedanken, verdammt nochmal! Ich bin dich doch nur ärgern. Pissbacke! Was die drei mächtigsten? Welches die drei mächtigen Cons sind, werde ich ja wahrscheinlich wissen. Also hier in der Region. In Mannheim, ja. Agechemie, Seda Krupp und noch eine dritte, die ich gerade nicht weiß. Und dann würde ich gerne bei diesen dreien, auch bei der, die du gerade nicht weißt, man weiß ja nie, checken, wo geheime Transporte stattgefunden haben in der letzten Zeit, die zu dem bestimmten Ereignis passt. Die Information ist nur bei einem, also es gibt Infos darüber, auf jeden Fall, die sind aber nur gegen Geld zu kriegen. Da habe Hausnummer? E-Mail-Adresse, ein Decker namens Pinhead. steht da ein Preis dabei? Verhandlungsbasis. Eine E-Mail-Adresse hast du gesagt? Ja, ich würde ihm gerne eine E-Mail schreiben mit dem Inhalt, dass ich halt gerne Informationen über den Inhalt dieses Transports hätte. Okay. Du kriegst eine Minute später eine Antwort. Hast du deinen Namen angegeben oder nicht? Doc No hast du angegeben. Okay. Hey, was eigentlich mit meiner SMS, die ich ihm geschrieben habe? Die ist um 8 Uhr. Da ist noch vor 8 ist, habe ich die noch nicht. Was steht eigentlich in der SMS drin? Bro. Ja, sorry, Bro. Dann habe ich halt nicht verhört, okay? Ja, play it cool. Alles gut. Wir sind schon mal du und ich. Ja, alles gut. Wann kommst du? PS, bin spitz. Zweite SMS. Ja? Bin hungrig. Immer dieses scheiß Autokorrekt. Moment, spitz, hungrig? Das macht nicht mal Sinn. Das ist ein Man kann nicht alles auf Autokorrekt schieben. Dass er mit dir lieber nichts zu tun haben möchte und du sollst dir einen anderen Decker suchen. Wie einen anderen Decker? Ich zitiere. einen anderen Decker. So, ich zitiere. Was? Du? Nee. Von dir lasse ich mal lieber ganz doll die Finger. Such dir irgendjemand anders, der dir die Info beschafft. Okay. Falls du wissen willst, was abgeht, solltest du in deinem Charakterblatt in Bereich... Ja, ich weiß, bei den Handicaps. Ist klar. Schaue gerade... Bei den Handicaps, ich weiß. Okay, gut, dann weißt du es ja. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Ja, und dann mache ich mich eben zu... Was hatten wir gesagt? 10 Uhr auf...
zum Du kriegst Sport. Auf. Also, ja, aber du kriegst vorher noch eine SMS von den beiden. Was steht drin? Was steht drin? Wie bitte? Was steht in der SMS drin? Drin steht. Wann, wo treffen, Mann? PS, bin spitz. Das hat. Zu spät. Hungrig. Ey, er kann doch nicht bestimmen, was in meiner SMS steht. Was ist das für ein Bullshit? Das könnte ich auch sagen, in der E-Mail, die Pinny gerade gelesen hat, stand, hier können Sie Ihren Penis vergrößern lassen. Was soll denn das? Ich bin sicher, dass er da schon mehrere Mails bekommen hat. Ja, und dann fragt sich Noah nämlich auch, woher wissen die denn das? Ja, du kriegst auf jeden Fall die SMS. Okay, zur Kenntnis genommen. Ich schreibe zurück. Stand da, was dabei bis wann dieser Lehrgang geht? Ja, es ist halt weniger Lehrgang. Es ist halt offenes Training für Mitglieder. Ja, du weißt, was ich meine. Und du kannst kommen und gehen, theoretisch, wann willst. Also ich sag mal, so um 10 Uhr geht das Ganze los. Der Trainer ist 5 Stunden da. In den 5 Stunden kannst du kommen und gehen, wann du willst. Ah, okay. Dann schreibe ich zurück, dass ich spätestens gegen 12 mich mit denen treffen will. Ich schreibe eine SMS, ich will mich spätestens um 12 mit euch treffen, sagt mir wann und wo. Er will uns, wir sollen uns treffen, hier, um 12. Nee, wir sind doch gar nicht ganz dran, oder? Ihr könnt doch trotzdem interagieren. Ja eben, wir können ja trotzdem hier... Ja. Ja, ich würde sagen, solange sich... Oh, fuck, jetzt habe ich den Namen von dem Typen vergessen. Jacob nicht, von Jacob sich nichts rührt, würde ich sagen, hier treffen, oder? Dann sind wir am nächsten. Ajo, dann bei mir. Darf ich gleich, bevor ich zum Sport gehe, doch noch was machen? Ja, ist das kein Problem. Ich überlege jetzt mal, ist Hank schon wach? Ich muss ja immer in diesem... Ich muss ja immer oder den, nee, noch besser. An den Maulwurf aufs Alfred. Ach, die Sendung kennt eh keiner hier. Nee, egal. Ich ruf mal Big M an. Okay. Ja. Big M, Noah hier. Hi. Ich habe vielleicht einen Hinweis auf meine Schwester, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was gibt's denn? Du müsstest für mich jemanden per E-Mail kontaktieren und um Informationen über einen geheimen Transport eines Konzerns bitten. Und dir vertraue ich und du bist eine Freundin der Familie, deswegen bist du im Moment die einzige Chance, die ich da sehe. Solange mich das nicht irgendwelche Bredouillen bringt, aber... blinkt? So ein bisschen was musst du dabei springen lassen, Schatz. Davon bin ich sowieso ausgegangen. Also einmal, damit der Decker bezahlt wird und natürlich ist für dich auch was dran. Sag mir einen Preis und ich werde so sehen, dass ich das irgendwie berappt bekomme. Ich werde es dann einfach mit seinen Kosten zusammenrechnen, keine Sorge. Okay, das ist lieb. Maxim, ja, schick mir einfach seine E-Mail-Adresse oder ihre E-Mail-Adresse, whatever, und dann schreibe ich ihn oder so. Alles klar. Ich danke dir. Ich schick's dir gleich rüber und nochmal vielen Kein Dank. Kein Problem. Bis dann. Ja, ich leg auf und schicke ihr entsprechend die E-Mail rüber und eben nochmal die Informationen, um was es geht und ja, was sie ihn fragen soll. Okay. Und dass sie unbedingt vermeiden soll, dass ich damit drin stecke. Also, dass sie es nicht erwähnen soll. Okay. Sie antwortet dir, sie schreibt dir doch eine E-Mail, ob du ihm schon halt eine Anfrage geschickt hast. Ja, ich antworte entsprechend wahrheitsgemäß, habe ich, und dass er allerdings mir nicht antworten möchte. Sie will erstmal eine Weile warten, damit das nicht so aussieht, als ob du dir einfach einen neuen Account gemacht hättest oder whatever. Ja, macht Sinn, klar. Okay, ja, ich bestätige das und sag nochmal danke und ja, bis demnächst. Gut. Und dann führe ich das aus, was ich schon gesagt hatte. Okay, gut. Du gehst zum Training bis 12 Uhr, meintest du? Ja. Nein, dass ich mich um 12 mit denen treffen kann. Beim Training würde ich den Typen gerne auf Privatstunden anhauen. So, das normale Training kostet ja 100. Jupp. Im Monat. Schreibe ich mir direkt auf. Und nee, die Privatstunde? 100 pro Woche kostet das normale Training. Privatstunde würde quasi das normale Training ersetzen. Wäre mittwochs und freitags ab 16 Uhr.
Okay. Also quasi eine Stunde danach. Für 2 Stunden. Also 16 okay. bis 18. Also dann 50 Nuyen praktisch, beziehungsweise Euro-Credits pro Übungseinheit. Oder? Nee, das Privattraining ist ja teurer. Also das 100 kostet so. Das normale. Und mhm. das Privattraining würde dich dann, ja, wir wollen ja nicht übertreiben, 120 pro Woche kosten. Also 60 okay. pro Trainingseinheit. Einfach. Da ist man ja aber auch alles ziemlich klar. dumm, wenn man das normale Training wählt. Dann würde ich das direkt mit ihm gerne klar machen, also dass das praktisch dann ein fester Termin ist. Ja, kein Problem. Und dann praktisch ab Freitag, na sagen wir ab nächste Woche Mittwoch anfangen. Okay. Dann fangen wir ganz frisch in der Woche an. Nächste Woche Mittwoch, das der 6., glaube ich. Genau. Muss ich mir, weil ich habe ja beim Training effektiv eigentlich nicht mitgemacht, weil ich ihn ja direkt angehauen habe, muss ich mir die 100 Nein. Credits dann... Musst okay. du nicht. Also wenn du wirklich einfach nur zu ihm gegangen bist, ihn deswegen angehauen ja, ja. hast und das wär's, dann ist es keine Sache. Dann musst du dir das... Das war ja meine eigentliche Intention. Gut. Jungs. Hi. Der Typ ist... rührt sich, aber das, was man hört, ist, lässt sehr stark auf Frühstück und Vibe aus dem Haus schmeißen hindeuten. Das klingt, als würde er frühstücken und irgendwen rausschmeißen. So scheint's. Doch, der scheint zu sein. So. Ja, also ansonsten irgendwie nix oder so. Nix einfach besonders. Nur... Klapper, verpiss dich. Gespräche und, na, nicht wirklich, ja, was heißt hier, verpiss dich, er bittet sie nett raus. Der Credstick liegt auf dem Nachttisch, Schätzchen. Don't blame the, don't game, don't game the blame. don't blame the game, blame the bay. Wollt ihr noch irgendwas Besonderes machen? Wie gesagt, solange sich nichts ich hört. Nicht, okay. Schön war, ne? Dann erstmal chillen. Würde ich sagen, dass um 12 Uhr Penny bei der Pforte unten ankommt und Ben. Ja, ich höre meinen Klingelton. Sie haben uns wieder mal nicht Bescheid gegeben. Ach so, nee, hä? Ach so, ich dachte, ich höre erst meinen Klingelton. Also ich bin natürlich nicht an mein Handy gegangen und habe gesagt, hallo, ich höre meinen Klingelton. Okay. Ich habe mich nur gewundert, dass du, ne? Ich habe mich schon gewundert. Nee, okay, gut, nee. Dann können wir es ja ganz normal machen. Down, 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 wow, 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 wow. Down, 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 hallo? Down, down, down. Hallo, Herr Mifrofanovic? Ja. Was? Ich find's immer noch geil. Ich find's unglaublich. Aber so langsam rollen die schneller, ne? Also ja. So langsam geht's. Aber ich verspreche nicht, Kamal, das ist interessant. Sie haben uns mal wieder ihren Besuch nicht angekündigt. Achso, ja, ich bekomme Besuch, tut mir leid. Lassen Sie den durch. Beziehungsweise, wer ist da denn? Du, bei dir blinkt dein Wieder-, also Gegensprech. Panel, wo auch ein Bildschirm ist. Ah, okay. Panel! So, du gehst hin, drückst auf den Knopf und siehst halt die Aufnahme unten vom. Und wer steht da? Der Pforte, und da steht halt der. Ein genervter Noah Gerlein, der wütend in die Kamera genau. Achso, den können Sie reinlassen. Okay. Nee, das ist nicht rein. Also. Versteck das Weed! Herr Mifrofanovic, dann. Wären wir ja? sehr verbunden, wenn Sie uns Bescheid geben. Ja, es tut mir leid. Ab und zu vergesse ich das mal. Andere Länder, andere Sitten. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ihnen auch. Dankeschön. Jut. Ja, Noah, du wirst reingelassen. Ich nicke im Vorbeigehen den Wachleuten verständnisvoll zu, weil ich weiß, wie es ist, beschissene Chefs zu haben, und mache mich auf den Weg zur Wohnung. Der Typ ist ja ein Gummibärchen. What? Hä? Ich meine, der Typ, mit dem Derek gerade telefoniert hat. Wieso ein Gummibärchen? Weil er klein weil er so, ist. Weil er so fröhlich und süß ist. Boah!
Dann bin ich mal gespannt, wo uns heute unsere Reise hinführt. Highway to the danger zone. Ja, es klingelt und Penny steht vor der Tür. Jo. Hi. Ich habe vergessen, dich anzumelden. Habe ich gemerkt. Das passiert manchmal. Es tut mir leid. Das war keine persönliche Beleidigung oder so. Also. Mhm. Ja. Blöde Frage, aber können Sie uns nicht als grundsätzlich willkommen einstufen, dass sowohl Ihre Wachleute als auch Ihre Besucher nicht immer so genervt sind davon? Das würde ja voraussetzen, dass Sie grundsätzlich willkommen sind. Ja, schon. Ich sehe, was Sie da gemacht haben. Entschuldigung, aufgeben. Oh mein Gott, es gibt ja manchmal nichts Schlechteres und manchmal nichts Lustigeres, als einfach einen Meme-Spruch zu übersetzen. Ja. Ah, schön. Ja, was machen wir? Nee, aber theoretisch könnte ich das sicherlich. Also, vielleicht sollte ich da mal drüber nachdenken. Ja, vielleicht. Ja. Egal, was gibt's Neues? Er scheint irgendeine Ische gerade aus seinem Haus verwiesen zu haben und scheint gefrühstückt zu haben. Wir können also auf unserer... Was? Ob er Namen genannt hat? Ich glaube nicht. Hat er Namen genannt? Nein. Nee, er hat keinen Namen. Aber wir kennen die Stimme von Shiva. War sie das? Nein. Okay. Das war das Chantal. Das Chantal aus Almenhof. Vielleicht war es auch Sandy. War es Sandy? wahrscheinlich nicht. Also ist es unwichtig. Ja, dann. Ja, nee, aber ansonsten bisher noch nichts. Nope. Jo, so sitzen wir da und warten, bis etwas passiert. Sollen wir vielleicht mal vor Ort vorbeischauen? Vielleicht haben wir die Möglichkeit, irgendwie per Fernglas oder ähnlichem durch ein Fenster zu lesen. Ich werde euch jetzt das Leben ein bisschen einfacher machen. Ich weiß nicht, ob wir das machen, weil du bist schwarz. Was? Oh. Was? Das ist ein Reichenviertel. Aber kein Elf. Wir von Big Mirror müssen wieder betonen, dass wir absolut keine rassistischen Ansichten hegen. Außer Ben. Bei dem sind wir uns nicht so sicher. Wir werden da Nachforschung betreiben. Nee, ja, so. Bartosz, du wolltest gerade das Leben einfacher machen. Genau. Ich mag's, wenn du mir das Leben einfacher machst. Wir haben den 31. Habt ihr bis zum 2. März. Bis zum 2. März um 12 Uhr mittags etwas vor, etwas Wichtiges. Ich muss mich nur bei der Wohnung melden. Und ich bei dem, ist das schon der Mittwoch? Also wir haben jetzt Mittwoch und ich frage euch, ob ihr bis Freitag 12 Uhr mittags der zweite Ich rufe den netten alten Mann von der Wohnung an, wo die Pumpkin Gang wohnt. Okay. So an, rufe ich an und sag. Und ich achte auf das Big M und so. Ich rufe an, hier ist Lasko, ich rufe wegen der Wohnung an und ich werde sie gern nehmen. So, nach einem kurzen Hin- und Hergeplänkel hast du mit ihm einen Termin zum 4.4. zur Abnahme der Wohnung. Mhm. Achso, stimmt. Also, ja. Und würde halt ja, okay, ganz normal 1000 pro Monat kosten. Okay, Uhrzeit? Uhrzeit 16 Uhr. Okay, ja, habe ich mir notiert. Okay. So. Okay. Bei dir, Domme, sonst irgendwas Wichtiges, dass du bis zum 2. April... Solange in der Zeit keine neuen E-Mails kommen vom Abt oder so, was du mir jetzt sicherlich mitteilen wirst,
Abgesehen, nee, gar nichts. Also abgesehen von sowas wie Schlafen und aufs Klo gehen halt. Es kommt eine E-Mail. Ich weiß nicht, ob du darauf. Nee. Ja, es kommt eine E-Mail vom Abt, aber halt relativ schlichtes Smalltalk-Geplänkel. Also nichts großartig Wichtiges jetzt. Außer du willst ihm etwas Wichtiges sagen, dann hat sie jetzt die Gelegenheit. Ich liebe dich. Cornelius. Moment. Cornelius ist ich möchte ihn nochmal wegen Gauss fragen, weil er halt schon wieder mysteriöserweise in diesen Auftrag eingewickelt ist. Und ich das Gefühl habe, mich da tiefer in eine Sache reinzubegeben, aus der ich eventuell nicht mehr rauskommen könnte. Und selbst wenn er mir nicht sagen kann, was da die Verbindung zu ihm ist, aber mir zumindest irgendwie helfen kann, weißt du? Ich sag dir jetzt schon, sowas. Aus der Sache mit Gauss kommst du nicht mehr raus. Der war schon nicht, was du mal gebracht hast. Das schreibe ich ihm halt. So, die E-Mail hast du bekommen am 1. Ich denke, du beantwortest sofort. Ja. Ich schreibe es mir auf, er antwortet dir noch nicht, also nicht in dem Zeitraum bis zum 2. April nachmittags, aber ich schreibe es mir auf, der wird dir auf jeden Fall antworten. Ist ja okay, ich bin gar nicht böse. Du musst dich nicht rechtfertigen, ist okay. Ja? Alles cool. Du bist heute so harmoniegeil, was ist los? Penny, halt die Fresse! So. Okay. Das Jahr haben wir nochmal. 2060. Okay. Genau, 2060. Penny, bei dir irgendwas? Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sich Big M meldet und mache meine weiteren Handlungen davon abhängig, was da bei rumkommt. Okay, also. Vielleicht, wenn ich zwischendurch einen kleinen Job bekomme, sage ich auch nicht nein dazu. Also einen regulären. Ach so, wenn jemand hier mich... Ach so, ich bin ja erst noch dran. Genau. Also, sie meldet sich am nächsten Tag erst. Sie hat sich und zwar mit einem Preisvorschlag, der wahrscheinlich schon das Geld beinhaltet für sie. Und zwar, wahrscheinlich. Und zwar 4.500 für die Transport, quasi die Transportraster einer Firma für diesen Danach Tag. Da habe ich aber gar nicht gefragt. Hä? Doch, ich hatte explizit danach gefragt, was transportiert also wurde. Also was transportiert. Nee, du hast gefragt, ob's irgendwelche. Nee, das, was transportiert wurde, das hattest du festgelegt. Nur ich hatte dann gefragt, was. Ah, okay. Und darauf hat mich der Decker abgewiesen. Ach so, okay, sorry. Du hattest gesagt, von einer hätte ich's rausbekommen, wie du auch vorhin angedeutet hast, und ich wollte wissen, was transportiert wurde. Gut, dann kriegst du halt den Preisvorschlag 4.500 für das Transportraster einer Firma. Wo dann halt drin stehen wird, was transportiert wurde. Ich guck mal Derek an, wenn der in der Nähe ist. Sagen Sie, Herr Derek. Können Sie mir eventuell, ich schaue mich mal demonstrativ in seiner Wohnung um, ein wenig aushelfen? Womit? Geld. Give me all the money! Also normalerweise bin ich ja auch nicht so gut bestattet, wie diese Wohnung vielleicht bestattet. Du bist nicht so gut bestattet? So gut bestückt? Nee, so gut... so gut... Oh, nice! Ausgestattet, wie diese Wohnung vermuten lässt, aber ich meine, theoretisch kann man da eventuell was machen, wenn was müsste es denn sein? Und haben sie irgendwelche irgendwas, was mir sagt, dass ich das Geld auch zurückbekomme? Naja, wir sind Schammers und wir arbeiten zusammen und sie würden entsprechend meinen Anteil kriegen. Das klingt doch schon mal. Also den Teil, der das ausgleichen würde. Das klingt nach nach einem verlustfreien Geschäft. Was bräuchten Sie denn? 4.500. Das ist eine Menge. Das klingt sehr, sehr angetan. Das ist eine Menge. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Guck in dein Charakterblatt. Also ich weiß es, aber.
guck selbst in dein Charakterblatt. Alter Schwede, ich hab weniger Geld, als ich dachte. Hä? Wo ist denn all mein Geld hin? Dude, wo ist mein Money? Du hast rausgehauen. Nee, ganz ehrlich, wo ist denn all mein Geld hin? Das ist ja nicht mal... Da stellt sich heraus, dass Derek nicht nur für sich, sondern für den ganzen Club Mojito gekauft hatte. Nur tragischerweise hat die keiner getrunken, weil jeder wusste, wie das Zeug wird. Nee, ganz ehrlich, ich hab so, hatte ich nicht mehr Geld? Nein. Also okay. Ich hab nicht an eurem Geld rumgefummelt und wenn du dir irgendwann mal selber 1000 abgezogen hast, dann ist es dein eigenes Problem. Hab ich das? Nee, hast du nicht. Also ihr habt alle, wenn ich mich nicht irre, unter 2600. Es würde mich wundern, wenn irgendjemand von euch über 2600 hat. Okay, ich habe 2400. Ich habe 2024. Du hast 2400? Millionen! Ben, du hast 2400? Ich habe 2454 habe ich hier stehen. Warum? Was habe ich denn bei dir? Oh nee, stimmt. Okay, ich hatte den falschen Charakterblatt. Okay. Aber warte. Minus Mojitos etc. 12 habe ich mir dafür aufgeschrieben. Achso, 2424. Okay, steht drin. 42. Gut. Steht irgendwas bei der Mail dabei, dass das Angebot zeitlich befristet ist? Nein, es ist nicht zeitlich befristet. Gut, dann warte ich halt erstmal ab. Trotzdem danke, Herr Derek. Notfalls kann ich da vielleicht auch was mit meinem Bruder machen. Der hat Knete ohne Ende. Dem liege ich schon auf der Tasche. Hey, warum? Wir sind ja noch 3 Tage zu Gange, eventuell komme ich darauf zurück. Ich danke Ihnen für das Angebot. Ja, also notfalls kann ich da vielleicht wirklich was drehen. Also so kurzzeitige Kredite sind mein zweites... Boah, Alter, das hätten wir eigentlich machen müssen. Einer von unseren Figuren, also Off-Player gerade, eine von unseren Figuren hätte echt so einen Kontakt machen müssen, der Multimilliardär ist und total großzügig. Und wir hätten für immer alles Geld der Welt. Du brauchst Geld. Ach, hier. Ich hatte die Idee mit meiner goldenen Kuh, aber die hat Bratosch dann auf einmal nicht mehr gemocht, als ich gesagt habe, dass ich eine goldene Kuh in meiner Eingangshalle stehen habe, die ich nicht mehr will. Nein, besser, eine Kuh, die das Gold scheißt. Das war jetzt Bartosch, der vom Schrank gekommen ist. Ja, genau. Das geht doch in der Zukunft bestimmt, oder? Es ist doch hier so genetisch bestimmt inzwischen möglich, dass man Kühe klont, die Gold scheißen. Also wie gesagt, fürs nächste Mal haben wir dann ja schon einen Plan für Shadowrun 2. Ja, also ich warte erstmal ab, was sich am 3. April an Kohle ergibt. Ich schreibe auch Big Mary, dass ich mich am 5. bei ihr melden werde. Okay. Gut. Und bedanke mich nochmal bei ihr, logischerweise. Kein Problem. Gehst du am Freitag zum Training? Ja, sicher. Nein. Ich hatte ja gesagt, am 6. Achso, am 6. erst gut. Okay, kein Problem. Und ich gehe natürlich auch immer trainieren, wenn ich die Zeit dafür entbehren kann und meine Kollegen die mir angestandenen Aufgaben übernehmen können und so, ne? Kein Problem. Sonst irgendwas? Ben? Wichtige Sachen bis zum 2. April? Ich werde natürlich mal so ein bisschen so ein Auge auf meine Detektei, also falls irgendwer anruft oder so und sagt, hallo, hier, kümmern Sie sich mal um meinen Dackel, der ist entflohen oder so. Da werde ich so ein bisschen mein Auge drauf halten. Was ist das für ein Tag, der zweite? Der zweite ist ein Freitag. Okay, dann muss ich mich nicht bei meinem Bruder melden, aber ich melde mich mal bei meinem Japan-Kontakt melden, damit der nicht in Vergessenheit gerät und werde so sagen, na, hier läuft alles klar soweit, steht Tokio noch? Oder wurde es? Nee. Eine große grüne Echse kam ja, genau. Nächste Mal. ja, ansonsten kümmere ich mich darum, dass ich up-to-date bleibe, was Gundam Veta angeht. Du bist hier noch nicht ganz sicher, ob du es für totalen Käse hältst. Ja, den Witz zu recyceln, das ist aber auch nicht das Geilste. egal. Ja, ist schon ziemlich alter Käse, ne? Ja. Oh Gott, Alter! Der zieht schon Fäden. Feta-Fäden. ja, aber ansonsten, ja, ne?
Also wenn irgendwer sich meldet, aber ich. Achso, ich lerne noch so ein bisschen Deutsch, aber inzwischen kann ich das ja eigentlich ganz gut. Und ich hab schon wieder deinen Nachnamen vergessen, Derek. Mein Nachname. Derek hat einen Nachnamen? Mifrovanovic. Ja. Grün. Ja, genau, genau. Okay. Brötchen, kriege ich denn einen Job bis zum zweiten? So einen kleinen, süßen, niedlichen? Okay, ja, kriegst du. Und zwar sieht's so aus. Am 31. selber passiert nicht viel. Der Typ geht einkaufen, ihr folgt ihm, macht Videoaufnahmen, hört ihn ab. Nichts großartig Besonderes. Sehr unauffällig, er geht halt noch zur Uni und shit. Alles recht langweilig. So, am 1. Kriegt Penny einen Job im Desert Rose. Am selben Abend geht der Typ ins Desert Rose. Ihr Jungs folgt ihm, folgt einer von euch oder ihr beide ihm mit rein? Ja, ich. Okay. Ich habe jetzt einfach mal die Dings ergriffen, weil irgendwie niemand eine Reaktion von sich. Ja, ja, Penny steht ja eher als Türsteher und Domme antwortet ja nicht. Ja. So. Aber Domme kann ruhig auch mitkommen hier. Hey! Das ist besser als eine Person. Domme ist gerade Kekswichsen. Genau. Was? Also, Ben, du folgst ihm mit rein. Ich habe leider keine Kekse. Boah, ich glaube, ich muss mir gleich mal Kekse holen. Ja. Du folgst ihm mit rein, aber es passiert. Es passiert nichts Besonderes. Du hältst diesmal ganz großen Abstand vom Chili Mojito. Kann ich inzwischen eigentlich wieder schmecken? Nö. 5 Tage. Das wurde noch nicht aufgeklärt, was da über ihn gekommen ist, oder? Nicht wirklich. Jetzt nur mal eine Frage. Wird das aufgeklärt oder war das einfach nur random Awesomeness? Das war jetzt halt als meine. Keine Ahnung, ich bin. Diese Barschlampe hat mich wahrscheinlich irgendwie psychisch beeinflusst oder so. Das war eine Garderobenschlampe, nur fürs Protokoll. Ja, das ist ja ein Unterschied. Das ist ein ehrwürdiger Beruf, Ben! Ja. Aber das ist eigentlich der dümmste, also so rein theoretisch ist das. Ist, also. Du musst dir das mal vorstellen, du hast eine Fähigkeit und dann ist es irgendwie ein Mojitos trinken zu lassen. Süß. Nee, also das was ist mal unglaublich, Dave. Special Skill Montezumas Rache. Ich sag's mal so. Ich werd's euch nicht sagen, aber es besteht die Möglichkeit, dass ihr es im Laufe der dritten Staffel erfährt. Oh. Dum, 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 dum. Das nennt sich Geheimnis, Zuhörer- und Abonnentenbindung. Das Geheimnis des Mojito-Massakers. So wird die Folge jetzt schon heißen, das ist jetzt notiert. Oh. Ich freue mich schon, wenn die Folge rauskommt und sie anders heißt. So. Das ist gerade aufgeschrieben. So wie es aussieht. Es wirkt so. Okay, weiter. Also, der zweite verläuft auch ohne großartige Sachen. Ihr nehmt alles auf, was ihr aufnehmen könnt. Was kriege ich an Kunden? Folgt ihm, wo ihr ihm folgen könnt, und du kriegst 170 für den Abend. Obwohl, ne, das ist ein bisschen wenig. Mach mal 200 kriegst du für den Abend. Merci. So. Der erste verläuft weiter ohne großartige Änderungen. Es kommt der zweite. April. Wer möchte aufwachen und wo? Ich mache in meiner eigenen Kotze auf, nee. Oh, Derek macht in meiner eigenen Kotze auf. Also ich möchte nach Möglichkeit sehr wohl aufwachen, wenn es geht. Ich wache nicht mehr auf. Ich mache mir einen neuen Charakter. 7 Uhr und ich behaupte einfach mal bei Derek. Okay. Ja, also ich denke auch, dass ich bei Derek an dem Abend penne, weil ich das Gefühl habe, dass am 2. April irgendwas Besonderes passiert. Ich wache wahrscheinlich auch bei mir auf. Toi, toi, toi.
Jetzt nur so, ich meine, irgendwer wird die wahrscheinlich reingelassen haben und so, ne? Also Derek wacht auf in Mallorca, auf Mallorca. Keine Ahnung, wie er hingekommen ist. Direkt Jürgen Dreef sitzt neben ihm. Ich wach sei auf nackt, und hab seine ganze Geldsack neben mir. Und juckt und die Haut fällt ab. So. Gut, ihr wacht auf. Der eine um 7 Uhr. Ich denke mal, du wächst die anderen auf, oder? Yep. Okay, ihr seid alle wach um 7 Uhr morgens. Am 2. April. Also, was heißt wach? Ich denke, Derek schläft einfach nicht mehr. So kann man es auch sagen. Vielleicht habe ich auch nie geschlafen. Dum, 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 dum. Boah, Leute, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass die letzten 3 Tage total schnell rumgegangen sind? Ja, echt, also das war der Hammer. Boah, was wir erlebt haben. Keiner hat sich bei mir gemeldet, Mann. Meine Detektei ja, ich geht wünschte, runter. Boah, also ich finde echt schade, dass niemand mitbekommen hat, was in den letzten 3 Tagen passiert ist. Das war ja verrückt, du, das war verrückt, was wir erlebt haben. Ey, die Sache mit dem Affen. Ja, Derek, sie haben eine Detektei, das wusste ich gar nicht. Ja. Dann, wenn das hier vorbei ist, müssen wir uns mal zusammensetzen. Okay. Ich hoffe, mit erfreulichem Ausgang. Ich gehe davon aus. Sehr schön. Ich freue mich ein wenig, dass ich meinen ersten richtigen Kunden an Land geschleppt habe, vielleicht. Was der sich vorhin schon von dir Geld leihen wollte. So eine innere Freude. Ja. Mhm. Ja, Standardroutine, wir gucken. Ja, müssen wir das jedes Mal sagen. Wir gucken natürlich die ganze Zeit, dass der Typ hier was da macht, ne? Wir waschen uns gegenseitig. Wir stehen zu dritt in der Dusche und seifen uns gegenseitig ein. Ausnahmsweise sage ich nicht, dass das jetzt wirklich passiert, weil er es gesagt hat. Off-Game, wisst ihr, wann wir es echt geschafft haben? Wenn es Fanfiction gibt, wo das wirklich passiert. Dann sind wir wirklich groß. Ja, das stimmt. Oh ja. Und vor allem, wenn dann jemand auch die Fanfiction erkennt. Derek Cross Noah. Und wenn dann jemand mit der Fanfiction masturbiert. Noah Cross Gauss. No, tell my fangirls, I love them. Right. Gut. So, Gegen 12 Uhr. Hey, Derek! Altes Haus. Ich wollte euch das sagen, heute nicht, okay. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Wir sollten jetzt nicht die Ergebnisse von Überwachungsdingern irgendwie, ne? Das mache ich schon, seit ich aufgestanden bin. Aber ich dachte, ihr solltet erst um 12 da sein. Was? Oder? Die Überwachungsbänder, die Auswertung. Ja. Ja. Da bin ich doch sollten. Seit dem Aufstehen bei. Das muss aber irgendwie untergegangen sein. Herr Harburger, wovon reden Sie? Egal. Penny ist auf jeden Fall schon längst dabei. Ja. Also. Dann schauen wir mal. Da denkt man einmal, dass man gut aufgepasst hat, ne? Ja, ne? Guckt ihr beiden, ne? Guckt dann, ihr beiden auch da drüber? Ja, natürlich. So, Domme, dir fällt etwas auf. Und zwar fällt dir auf, dass in jedem Video, dass also ihr wart ja jetzt zweimal im Desert Rose, und dir fällt jetzt im zweiten Video ein Typ auf, recht schäbiger Kleidung, was für diesen Club halt sehr ungewöhnlich ist. Also quasi einfach nur ein schwarzer Hoodie, eine normale Jeans. Der Typ ist sehr groß. Nirgends im Video sieht man wirklich sein Gesicht, aber er läuft halt im Hintergrund rum und er ist an beiden Abenden zu sehen. Er fällt dir einfach nur auf, weil er halt nicht ins Gesamtbild passt. Und da du ihn im zweiten Video siehst, fällt dir ein, hey, war der nicht auch im ersten? Also da ist ein Typ, der... Noah, zeig nochmal das Video vom ersten Abend, bitte. Okay. Ich zeig ihm entsprechend das Video vom ersten Abend. Gucken wir uns nochmal das erste Abendvideo an. So, am ersten Abend sieht man den Typen auch im Hintergrund rumlaufen. Wisst ihr noch, als ihr in dieser Sitzecke gesessen habt, unterm VIP-Bereich?
Yep. Ja, das haben wir ja 3 Stunden lang gemacht. Aha. 2 Stunden davon saß der Typ euch die ganze Zeit gegenüber. Wer der Typ ist, der den Jungs hinterherläuft, naja, danach sieht's ja aus. Das werdet ihr vielleicht in der nächsten Folge erfahren. Wer ich bin, das dauert noch eine Weile. Eine ganz kurze Weile. Aber freut euch, während ihr auf die nächste Folge wartet, könnt ihr sehr gerne mal auf die Website von denen da reinschauen. www.victoryroad.de. Ansonsten würde ich euch sehr empfehlen, nur zu eurem Guten und Besten, den Jungs auf Twitter und Facebook zu folgen. Findet ihr selbstverständlich auf ihrer Website und auf ihrem YouTube-Kanal. Tja, Chamas. Auf Wiedersehen.